Achtung, Bapo, pass auf, geh nicht unter der Leiter durch, das gibt 7 Jahre Pech. Ach Quatsch, Mia. Ich glaub nicht an so einen Unsinn. Das sind doch alles Lügenmärchen, um kleinen Kindern Angst einzujagen. Nur weil ich unter einer Leiter durchlaufe, bekomme ich doch kein Unglück. Das ist alles alberner Aberglaube. Nein, bitte, Bapo, lauf einfach drum zu. Ich möchte nicht, dass du 7 Jahre Pech hast. Papalapap, ich glaub nicht an so einen Humbug. Ich gehe jetzt einfach unter der Leiter durch. Immerhin steht ihr hier mitten auf dem Gehweg. Was soll denn Großartiges passieren? Nein, Bapo. La 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 la. Nein, Bapo, was hast du getan? Du hast dich nun selbst in das Verderben gebracht. Du respektierst die Geister nicht. Warum tust du das? Du hast jetzt 7 Jahre lang Pech. Wie gesagt, ich glaube nicht an so einen Unfug. Wenn das alles wahr ist, dann soll jetzt etwas Schlimmes mit mir passieren. Bapo, pass auf! Da kommt ein Auto. Puh, das war aber knapp. Siehst du, Bapo, du hast jetzt 7 Jahre lang Pech. Sei besser vorsichtig. Das Schicksal hat es nun auf dich abgesehen. Du musst Reue und Respekt zeigen, damit der Fluch gebrochen wird. Ja, als ob irgendetwas davon wahr wäre. Ah, guten Morgen euch allen. Liked jetzt das Video und abonniert den Kanal. Ich gehe nun nach unten und mache mir Frühstück. So, ich muss nämlich gleich zur Schule und dafür muss ich stark sein. So, Leute, wir gehen hier jetzt die Treppe runter. Wow, ich bin die Treppe runtergefallen. Aua, das tut so weh. Oh Mann, gestern wurde ich vom Auto angefahren und heute bin ich die Treppe runtergefallen. Das sind aber komische Zufälle und das hat nichts mit der Leiter zu tun. Ich mache mir jetzt erstmal schnell was zu essen. So, hier, den Apfel nehme ich mit und die Banane nehme ich auch mit. So, und jetzt fahre ich zur Schule. Jetzt fahre ich zur Schule. So, einmal hier nach draußen gehen. So, nach vorne. Jetzt hole ich mir mein Fahrrad eben. So, und jetzt fahre ich zur Schule. So, Leute, jetzt fahre ich zur Schule. Da vorne ist schon die Schule und dann sehe ich Mia und Felix und meinen netten Klassenlehrer sehe ich auch. So, ich bin jetzt schon gleich in der Schule. So, einmal hier vom Rad absteigen und dann in den Klassenraum gehen. So. Hallo. Na, wen haben wir denn da? Bapo, ich bin wieder da. Genau, du hast richtig gehört. Ich bin wieder da. Ich bin ab sofort euer neuer Klassenlehrer. Und du hast dir gerade Nachsitzen eingehandelt. Du bist 5 Minuten zu spät zu meinem Unterricht erschienen. Das waren nur 5 Minuten. Deswegen nachsitzen zu müssen, ist total unfair. Herr Ring, die Stunde ist vorbei. Darf ich jetzt nach Hause fahren? Ja, Bapo, darfst du. Das darfst du. Aber komm nicht nochmal zu spät zu meinem Unterricht. Sonst muss ich deine Eltern anrufen. Ja, okay. Dann bin ich ab sofort jetzt immer pünktlich. So, tschüss. Ich gehe jetzt nach draußen zu meinem Fahrrad. So, ich nehme mir mein Fahrrad. Und jetzt fahre ich mit dem Fahrrad wieder nach Hause. So, da oben ist mein Haus. Da fahre ich jetzt hin. Meine Mama wartet auch schon auf mich. Die hat bestimmt schon wieder was mega Leckeres gekocht, so wie die das jeden Tag macht. Jeden Tag, wenn ich nach Hause komme, gibt es immer was Leckeres zu essen. Dann mache ich Hausaufgaben und dann habe ich frei. Was ist hier denn los? Was ist passiert? Was ist passiert? Mama, Mama, ist alles gut bei dir? Ist alles gut bei dir? Bapo, mir geht es nicht gut. Mir geht's gar nicht gut. Ich muss ins Krankenhaus. Fahr uns hinterher. Wir können dann im Krankenhaus weiterreden. Ich muss schnell hinterher ab zum Krankenhaus. Vielleicht hole ich den Krankenwagen ja noch ein. Oh nein. Hoffentlich geht's meiner Mama gut. Der ging's gar nicht gut. Oh nein. Oh nein, meiner Mama geht's nicht gut. Aber da vorne ist schon das Krankenhaus. Ich bin gleich bei dir, Mama. Ich bin gleich bei dir. Ich bin gleich bei dir hier. Oh, ist Mama schon hier? Nein. Da vorne ist der Krankenwagen. Da vorne ist der Krankenwagen. Schnell hier raus. Hallo, hallo, hallo. Ich muss zu meiner Mama. Ich muss zu meiner Mama. Lassen Sie mich durch. Da vorne ist ja Mama. Mama, Mama, was ist los mit dir? Was stimmt mit dir nicht?
Ich weiß es auch nicht. Ah, auf einmal ging es mir nicht mehr gut. Das kam aus heiterem Himmel. Das Schicksal hat es wohl auf mich abgesehen. Nein, das Schicksal hat es auf mich abgesehen. Ich bin unter einer Leiter durchgelaufen. Das gibt doch 7 Jahre Pech. Ich habe nicht daran geglaubt, aber jetzt liegst du hier im Krankenhaus. Es tut mir so unendlich leid, Mama. Ach, Bapo, da kannst du nichts für. Du bist nun mal noch sehr jung. Tu mir einen Gefallen und respektier die Geister nun. Nein, Mama, bitte stirb nicht. Bitte stirb nicht. Oh nein, Mama ist tot. Was soll ich denn jetzt nur machen? Ich hab dich so lieb, Mama. Bapo, es tut mir leid. Deine Mutter ist leider von uns gegangen. Du warst ein toller Mensch und eine liebende Mutter. Dass du so früh von uns gehen musstest, ist ein großer Verlust für uns alle und auch für Bapo. Ruhe in Frieden, Bapos Mutter. Es tut mir leid, Mama. Ich wollte nicht, dass es so weit kommt. Mir war ja nicht klar, was 7 Jahre Pech alles bedeuten kann. Ich hab dich so unendlich lieb und ich vermisse dich jeden Tag. Ich bin so traurig, dass du nicht mehr da bist. Aber ich muss jetzt leider zur Schule fahren, Mama. Ich hab dich lieb. So, ich muss jetzt leider los. Ich fahre jetzt zur Schule. So, einmal hier lang. Und da vorne ist schon die Schule. Dann darf ich zum Unterricht gehen und tue ich so, als wäre mein Leben ganz normal. Oh, und der Unterricht hat schon angefangen. Die sitzen da schon. So, Fahrrad hier einmal abstellen und einmal reingehen. So, ich gehe jetzt rein. Bapo, du bist schon wieder zu spät gekommen. Du kommst jeden Morgen zu spät zur Schule. Deswegen fliegst du jetzt von der Schule. Aber ich bin jeden Morgen am Grab meiner Mutter. Ich vermisse die einfach so doll. Das ist mir egal. Du musst pünktlich in der Schule sein. Und das bist du nicht. Deswegen werfen wir dich jetzt von der Schule. Oh Mann, ich bin jetzt obdachlos. Ich darf nicht mehr zur Schule. Und meine Mutter ist tot. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Hä? Moment mal, was ist denn da vorne? Da vorne steht ja eine Leiter. Hier ist ja eine Leiter, Leute. Hier steht eine Leiter. Bitte, liebe Geister, es tut mir leid, dass ich so respektlos zu euch war. Ich hätte mich nicht gegenüber euch lustig machen dürfen und unter der Leiter durchgehen dürfen. Ich bitte euch, die Zeit zurückzudrehen und mir eine zweite Chance zu geben. Ich habe mich verändert. Achtung, Bapo, pass auf! Geh nicht unter die Leiter durch, dann gibt es 7 Jahre Pech. Ich werde niemals wieder unter einer Leiter gehen. Das gibt 7 Jahre Pech und man muss die Geister respektieren. Es ist nicht in Ordnung, sich über andere lustig zu machen, egal ob Geist oder Mensch. Wir müssen jeden respektieren. Wow, Bapo, das ist aber eine erwachsene Einstellung. Aber wieso würdest du niemals wieder unter einer Leiter durchgehen? Hast du das etwa schon einmal gemacht? Ach, weißt du mir, das ist eine lange und traurige Geschichte. Sagen wir einfach, ich bin froh, dass ich jetzt wieder hier bin. Abonniert den Kanal, tschüss!